Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier bei Challengers. Wir haben uns wieder zusammengefunden für eine uns noch unbekannte, ich würde jetzt einfach mal sagen, Rennstrecke. Und wenn ich wir meine, sind wir hier einmal mit Ansgar. Grüße! Mit der lieben Sophie. Hallöchen! Und dem Werner. Moin moin! Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Ich zähle runter und dann geht's los. Wir starten einmal die Motoren. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Abfahrt. Ich habe Angst umzufallen. Bin nicht Erster, das ist gut. Oh, geht's da runter? Ja, ja. Ui. Hier ist wieder Schiemensto. Alter. Aber weit hat er nicht gekommen. Wie fahrt ihr? Nach First Person oder Third Person? Ich fahr außer Sicht, tatsächlich. Außenansicht. Ja. Innenansicht ist fast unmöglich, finde ich. Boah! Aber die haben, die stellen sich gut wieder auf, die Quads. Immer wenn man schon auf der Seite geht, gehen die trotzdem wieder hoch. Möchte einmal eine Danke an den Erbauer sagen, dass er Zäune links und rechts errichtet hatte. Aber eben war eine Stelle ausgelassen. Ja, ja. Gefühlt da, wo es am tiefsten runterging, war einfach offen gelassen. Wie frech. Fair. So, wo seid ihr denn? Bin ich alleine? Nee, wir sind direkt hinter dir, aber wir gucken einfach, was du da so anstellst, damit wir es dann besser machen können. Oh, nein. Oh, Sophie, das sieht natürlich, Also ein Danke. Ich bin einfach straight gegen den Stein gefahren. Oh, nein! Der Pascal hat abgekürzt! Wie ich hab immer. Abgekürzt? Durch die Hecke! Mann! Wie abgekürzt? Das ist der Weg! Der Weg. Boah, hier ist aber auch alles zugestellt. Ne? Hier hätten sie mal einmal noch mal vorher räumen können, finde ich. So, ein Hindernis habe ich euch weggeräumt. Gar kein Problem. Gott. Die Steine machen es hier. Oh, das ist ja super schwer, mit dem Ding geradeaus zu fahren. Ja. Könnt ihr mal warten auf mich? Und das Lenkrad ist auch wirklich absolut keine Hilfe. Nee, absolut nicht. Hier. Ich rödel hier rum wie so ein Wilder. Ich fühle mich wie ein Rennfahrer. So, okay, jetzt. Oh, Storno. Stellt er sich wieder auf? Nein. Und er kommt. Das ist frech. Also ich habe mich gerade einmal komplett überschlagen. Ui. Spannend. Aber man landet immer wieder auf dem Bein. Oder Räder, Wenn, was war da vorne frech? Da war ein Hase. Achso. Ach, tatsächlich, das ist wirklich frech. Oh nein, ich liege auf dem Dach. Hilfe! Storno. Einfach zur Seite gepatcht, das gibt's ja nicht. Boah! So, ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier umsteigen müssen. Ja, da müssten irgendwo LKW stehen, denn unsere Mission ist ja heute, dass wir Holz an den Zielort bringen. Es soll sich allerdings um eine sehr beschwerliche Strecke weit ab von jeder Zivilisation handeln. Und die gilt es irgendwie zu bewältigen mit den Holz-LKW. Was sind das denn für LKWs? Ich nehme den pinken. Oh, da ist mein Bild drauf sogar. Oh nein, habe ich ich habe nur ganz wenig Sprit. Obwohl ich zufällig reingegangen bin. Ach, die sind ja, das ist ja hier alles zugeordnet. Ja, das natürlich. Gibt's ja gar nicht. Ja, der Wahnsinn. Sprit ist aber fast alle. Oh Gott. Zur Seite, zur Seite, zur Seite. Startet da nicht, komm. Nein, geh weg. Oh. Ich fahre mir gerade hinterher. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig fahre, ne? Oh, Pascal, mach jetzt keinen Blödsinn. Werner, mach ich hab das jetzt einfach so hingenommen. Moment, gibt's aber jetzt hier vorne keine Fixierung? Hier schleift was. Doch. Die sind ja vorne nicht mal. Leute. Werner, die sind vorne nicht fixiert. Danke, Ansgar, das ist immer wieder herrlich mit dir. Das habe ich auch gerade festgestellt. Hat die jemand ausgemacht? Also, ich nehme an, dass das ein Gag des sogenannten. Ein sogenannter Gag des Erstellers ist. Ich darf Baumstämme verlieren, so, ne? Ja. Eieieiei. Das glaubst du nicht. Doch. Werner, komm. Fahr mal zur Seite. Du wartest hinter mir jetzt, ne? Gleich ist halt für alle. So. Oh, da vorne ist jemand leer. Hier vorne. Da vorne ist jemand leer. Nee, doch nicht. Jetzt ist allerdings so, dass es hier fleißig blinkt schon. Gibt's hier Aussicht auf Besserung? Also. Ich steck hier irgendwo fest. Ich kann nicht mehr beschleunigen. Oh, weil eine Rampe mit dem Transporter hier. Pascal, mach die mal weg! Ich komm hier nicht weiter! Ihr habt Termin, fragt! Komm! Hilfe! Kann mich jemand anstupsen? Ich hänge irgendwie fest! Ich muss vorbei! Ich hab Mensch, ich hab was Termin ist denn hier? Oh, nee! Du ahnst das nicht.
Oh, ich habe hier einen klassischen. Oh, oh nee. Warum bin ich jetzt denn bei so Wettrennen? Jetzt fährt er da mit einem halben außerhalb. Entschuldigung, ich muss ans Ziel. Komm, was ist denn? Gibt's doch nicht. Jetzt haben wir wirklich erstmals in der Challenge wirklich eine Stausituation. Warte, ich muss mir das mal angucken, wo ich hier hänge eigentlich. Wer denn die? Also hier stehen Hirsche mitten auf der Fahrbahn. So, Freunde, ich möchte erstmal eine Kaffee haben hier. Das ist ja unfassbar. So viel von diesen. Achtung! Schön, dass ihr hier alle auf mich wartet. Das ist nett. Ja, natürlich warten wir alle zusammen. Sie säbelt einfach das Schild. Ich kann die auch nicht überholen. Also, ist ein netter, nice try, Sophie, aber ich glaube, du fährst die noch größere. Ich hatte gar. Oh! Oh, 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 oh no! Ja, ich habe irgendwo festgehangen. Oh mein Gott. Das oh finde no. ich jetzt unfair. Ich habe den Hirsch umgelegt. Nein! Ich muss mich wieder so entschuldigen. Oder wer ist der Grüne? Wer ist der Grüne? Also, wenn Mann, jetzt hier mein Tank gleich nur. Es ist nur peinlich. Es ist einfach nur peinlich. Ich habe nichts gemacht und bin schon wieder komplett in der Situation, wo ich nicht hin wollte. Oh nee, no. Ich schmeiß doch mich ich nur um. Ich lieg auf dem Boden auf. Ich lasse euch ein paar Zahnstocher auf der Strecke, ne? Das ist total nett von dir. Super. Immer wieder schön, dass du dabei bist, ne? Danke. Dein kleines Déjà-vu. Hey, wie seid ihr da drüber gekommen? Nee, das funktioniert hier nicht. Das ist... Was mache ich denn jetzt mit der Ladung, die so quer ist? Ich sag, wie es ist, das kommt keiner an mir vorbei, ne? Das ist einfach... Also, Pascal, so ein bisschen, ne? So ein bisschen... Das ist noch nicht mal beabsichtigt. Warum immer ich? Ich häng hier einfach so. Ich hab hier einen ganz klassischen Storno. Ja, ich glaub, so einen ganz saftigen habe ich hier. Nee, ich versuche mal den Hirsch hier weg zu Komm, ich glaube, man braucht ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, du musst mit Schmackes drüber. Das ist natürlich schlecht, wenn ein Pascal dann vorne steht und alles blockiert. Ich tue, was ich hier kann. Jetzt? Wirklich, glaub's mir. Aber oh ja, ich hab's. Das heißt, man muss Werner, ich muss schieb, jetzt hier mal durch. Sophie, gib alles. Ich schieb, gib alles. Mann. Noch ein Müll. Da gucken wir uns dreht so. Durch, wirklich. Mann. Da müsst ihr euch vorstellen, da gucken uns Leute zu. Nee, ich hab hier einen Storno. Die fahren seit 30 Jahren durch so Wälder und denken sich, lecco mio grande, machen die da? Es gibt auch Leute, die einfach Ahnung haben von sowas hier, ne? Ich werde hier einfach ins kalte Wasser geworfen. Und mein Kann Tank, man die umfahren, die Hirsche und hier? Du hast, ja. Sophie, die fährt die Hirsche um. Ich glaub das nicht. Aber jetzt hänge ich hier im Gestrüpp fest. Wo bin ich denn? Sag mal, also Pascal hat die alles liegen gelassen, ne? Es ist unglaublich. Jetzt ist der Pascal schon fast am Ziel, weil der vorne nicht sagen, der ist schon durch. Die kommen durch voran. Ich hänge hier. Ich werde niemals durchkommen, oder? Ihr werdet mich gleich so verfluchen, wenn ihr hier hinkommt. Oh nein, ich hänge hier fest jetzt. Oh, die Hirsche. Na, du hast die... Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, ich steck im Busch Ich auch. Fest. Hol mal die Heckenschere raus. Das ist bestimmt auch in der Challenge. Oh, nee. Nee. Egal was ich tue, es ist... Kann man die Hirsche bewegen? Ich glaube, du kannst ihn hinten drauf klopfen, dann gehen sie weiter. Ich wurde hier doch weggestellt. Aber ich komme trotzdem nicht weiter. Ja, ich glaube, meine Vermutung ist, dass irgendwas in der Hecke-Kollision... Ja gut, da sehen wir es ja. Nee, ich steck hier. Doch, ich fahre jetzt. Es war nett mit euch, ja, muss ich sagen. Ne? Sophie, du musst auffahren. Ich kann hier nicht vorbei. Ja, warte. Ich mach das hier. Da wippt er. Der Ah, geht weiter. Ja, du kannst jetzt auch mitkommen. Komm mal, ich hab vorne nur noch einen einzigen Baumstamm drauf, ne? Ich habe eine dezente Frage zu der Ladung. Wie sieht das aus, wenn man am vorderen Anhänger gar keinen Baumstamm mehr hat? Dann musst du nochmal zurück und aufladen. Uns wurde vorher gesagt, wir können auch mit weniger Baumstämmen ins Ziel kommen. Aber muss man weniger, ganz klar mal sagen. Weniger heißt nicht gar nichts. Es ist aber auch eine Taktik, die man da fahren kann. So. Das ist frech. Sophie, ich gebe dir alles, ne? Mehr ist nicht drin. Der schafft ja, nicht mehr. Ja, warum bist du so viel langsamer als ich? Ich glaube, dein einer Baumstamm hängt da, ne? Nee, da muss so. Das ist okay. Achso, Entschuldigung. Nee, kein Problem. Wollte deine Verladekünste ja auch nicht. Der wollte ein bisschen abhängen. Nett. Hier liegt Holz. Es ist nicht von mir, möchte ich sagen. Hier liegt ja alles. Richtig viel Holz. Sophie, ich habe dir ein bisschen übrig gelassen, falls du noch was aufladen möchtest, ne? Aber wie hast du hier alles verloren? Man muss doch nur gerade durchfahren. Meine ganzen Stämme lagen gerade ganz quer. Ich bin einfach, ne? Ihr konntet mich auch nicht überholen, weil die ganze Zeit quer waren. Ja, das ist natürlich kompliziert. Oh. Ansgar ist schon über die Bodenschwelle gekommen.
Ja, da bin ich wohl drüber. Ich sehe euch auch. Also ihr seid nicht weit entfernt, aber das... Oh, nein. Sophie, nein! Ich kann nicht bremsen. Die fährt da volle Möhre runter, ne? Ich bin in die Eisen gegangen, es hat einfach gar nichts gebracht. Oh Mann. Aber warum kann ich denn nicht... Ach, ich kann da nicht rückwärts fahren. Oh, hier ist eine Baustelle. Es ist wieder alles hier heute. Aber hat von euch jetzt jemand schon eine Tankstelle gesehen? Ach, dürfen wir tanken irgendwie zwischendurch? Ja, müssen wir ja. Der Tank ist ja gleich leer. Oh, ich bin hier nicht gut unterwegs. Ich habe so einen Sticker einfach raufgemacht auf die Tankanzeige. Wie, da war so ein Hügelschild, hast du gesehen? Ich wollte es nur erwähnen. Ja, ich... Aber jetzt stecke ich... Ob das irgendwas gebracht hätte, weiß ich nicht. So, hier ist Umleitung. Aha. Werner, nee, komm nicht holen. Nee, geh weg, komm, bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieselbe Strecke gefahren sind. Ja, Pascal wieder durch die Hecke dort. Pascal. Ich bin schon wieder irgendwo. Aber wir müssen hier unterwegs keine Ballen oder so verladen, ne? Weil hier steht alles so ready. Nee, Ballen? Wir müssen Holz abliefern. Ich bräuchte mal eine Kettensäge, sagt man. Hier ist ein Baum ganz ungünstig. Oh, ich habe erstmal frisch getankt, Männer, ne? Jetzt, also, ja, mal klar. Gibt's eine. Okay. Schön. Ich habe die Zapfsäule komplett leer gemacht. Ja, das ist klar. Das hab ich mir gedacht. Aber günstig, sagst du. Nein. Oh, Stauno. Boah, das ist ein Bär. Oh, ich habe die Tanke gefunden. Okay, steht wieder. Die eins ist meine. Der Verdächtige trägt eine Lederhose, ne? Nur dass wir Bescheid wissen hier. Ah, du hast gerade nach Ballen gefragt, ne? Ja. Dann bist du ja gar nicht so weit entfernt. Er ist da vorne, ich habe ihn schon gesehen. Ah ja. Ich habe hier wirklich große Probleme. Ah, hier ist die Tanke. Wir holen mir jetzt noch ein Käffchen und eine Beefy und dann geht das weiter hier. Hier ist sogar ein Taxifahrer. Ich muss los. Irgendwo ist ein Taxifahrer. Oh, aufpassen. Polizei steht auch schon hier. Uiuiui. Dass die Pascal weiterfahren ablassen, das wundert mich gerade. Ich habe ja den Verdächtigen gerade mit der Lederhose beschrieben, ne? Mhm. Oh, das kann nicht sein. So, immer hier mal ein bisschen Schub. Der Pascal ist da vorne. Oh ne, jetzt hänge ich hier fest. Das jetzt aber... Oh! Oh nein. Oh, ganz gefährlich hier am Wasser. Wo ist denn hier? Wo kann man denn hier tanken? Komm mir nicht rum, Mann. Weißt du, jahrelang Langholzfahrer und nix habe ich. Nee, nix ist hängen geblieben. Nix ist hängen geblieben. Langholzfahrer. In welchem Leben das denn? Fährt man aber wirklich solche Gespanne mit so Doppelten? Ja, in Deutschland nicht. Ich glaube, in den nördlichen Ländern nicht, ob man... Leicht. Also ich... Ja, aber ich weiß nicht, ob in der Länge. Das müsste man mal... Aber das könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich auch mal interessieren. Weil ich bin mir nicht sicher. Also in Gebirgsregionen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Dass man so lange Trailer fährt. Auf der Straße vielleicht noch. Nein, komm hoch, Mann! Oh, Werner, was machst du hier? Ich komm hier nicht rum. Wo kommst du denn her? Ach du meine Güte, Ansgar, was ist denn hier passiert? Ich hab nur ganz kurz ein paar Tiere gefüttert. Aber warum fährst du denn auch da rein in die Stelle? Ja, weil als ich ankam, ja, berechtigte Frage, sieht dumm aus. Ich weiß, wirkt sehr dumm von außen, aber als ich ankam, da war der Werner noch hier an der ersten Zapfsäule. Aber gut, ist ja alles wieder im Lot hier. Ich bin weg, ne? Gutes Tanken. Ja, ich komm mit, du. Ach so. Lass die Zeit. Hast du überhaupt schon einen einzigen Baumstamm verloren? Nee. Boah, ich bin begeistert. Ja. Aber ich glaube, ich war auch der Einzige, der gecheckt hat, dass das ein Gag ist, dass der Erste nicht gesichert ist. Ja. Das ist eine Frechheit, kein Gag. Ja, das ist wohl ein berechtigter Kommentar. Aber Ansgar auch ein Talent für Ladungssicherung, ne? Wenn ich an die letzte Challenge zurückdenke mit den Ballen. Das stimmt. Wurde mir eingeblasen. Wäre in der falsche Richtung. Nee! Was ist denn? Du musst hier hinten am See musst den Stempel holen, dann kannst du wieder weiterfahren.
Du nimmst ein Schild. Mann, was ist denn hier? Ich weiß gar nicht, warum ihr so viele Probleme habt. Also ich fahre hier gemütlich meine Strecke. Ach, Sophie, bitte nicht. Du bist safe falsch gefahren. Oder? Nee, ich glaube, ich bin richtig. Also Werner sitzt mir auch im Nacken, ne? Ja, ja. Sophie, das ist echt super, dass du hier bist, ne? Aber ja, ja, ich weiß, ich freue mich auch. Mann. Ich glaube, wir sind mal wieder auf dem Gag des Erstellers rein. Oh, nee, jetzt oh, hängt nein, es wieder. Aber ich jetzt ist die ganze Straße das glaubst du nicht, was hier... Oh. Nee, du brauchst jetzt gar nicht vordringeln hier. Ich, nein. Ihr könnt ja mal dagegen links, fahren. Schieb mich mal raus. Nee, Werner, jetzt keine Faxen. Wir fahren es dir selbst. Wir fahren es beide. Hallo, hallo, warte ein bisschen, warte ein bisschen. Woher wusstet ihr aber, dass ihr hier wenden müsst? Die Frechheit. Frechheit siegt. Ach so, hier geht's rum. Okay. Oh. Aber ist das jetzt richtig? Ja, jetzt ist richtig, ne? Ja, Umleitung. Ja, ich hoffe doch. Also. Oh, das macht mich so sauer, dass hier auch noch Umleitung steht. Außer Pascal hat die Schilder wieder umgestellt. Traust ihm ja ein bisschen zu, muss ich glaub, sagen. Das ich glaub das nicht. Komm, Werner, tu dir selbst mal den Gefallen. Nein, lass nein. Holzstamm einfach fallen. Lass er ihn muss einfach mit weg. Das kann ich mir nicht angucken. Er muss der schleift. Der schleift. Er riecht ein bisschen, ne? Und du hast gefährliche Schieflage. Das ist okay. So haben wir's gelernt. Wir alles gut. Alles gut. Ich hab alles gut. Haben wir's gelernt. Und das... viele Jahre Forsterfahrung. Das, ach du liebe Zeit, du ahnst das nicht. Komm, fahr mal zur Seite, lass mich mal vorbei. Da können wir uns beide nicht angucken, was hier passiert. Das stimmt allerdings, da hast du vollkommen recht. Ja? Was wird denn das jetzt? Achso. Sehr schön. Es war natürlich jetzt Zufall, dass du es gerade dann gemacht hast, als ich neben dir war. Ne? Das oh, hat sich das Spannend gut gelöst? Das, ja. Minderwertige. Ich habe ein Schild mitgenommen, sehe ich gerade. Ja, wer das ist eins, was ich noch brauche, um den richtigen Weg zu finden hier. Nee, jetzt hängt das Schild hier. Aber ich sehe euch, ich fahre euch wieder hinterher. Und nichts anderes hast du verdient. Entschuldigung, ich muss ja mal ganz kurz. Also. Ja, lassen sich Zeit, ich fahre mal vorbei. Ein Schild mitgenommen. Ja, kein Problem. Jetzt. Gut, dass diese Nummer nicht aufgegangen ist. Der hat ein Schild mitgenommen und wollte es mir unter meinen Truck hier drunter werfen. Ah, bist du gerade vorbeigefahren bei mir? Ah. Hast du nicht... ist so nicht angekommen, ne? Nee. Nee, okay. Aber Hauptsache Rundumleuchten sind komm, an. Sag jetzt, also jetzt fährst du geradeaus oder rechts? Geradeaus oder rechts, ja. Du fährst geradeaus, ich fahr rechts, okay? Frage ist, sehen wir hier noch irgendwo... Nee. Ja, was machen wir jetzt? Was ist denn das? Ich muss ein bisschen ausholen. Fahrt rechts, hab Vertrauen. Nee, was kann ich vertrauen? Ich bleib stehen und fahr geradeaus. Nein, das meine ich. Ich glaube, dann mache ich das auch. Guck mal, Sophie fährt auch geradeaus. Leute, was ist denn das jetzt hier? Fahrt nach rechts, vertraut mir. Ja gut, wenn du das machst, dann mache ich auch. Wenn wir uns in die Katastrophe reinfahren, dann zusammen. Ihr fahrt beide rechts. Ja, da vorne steht ein ADAC-Auto. Dann fahr ich mal geradeaus, wa? Toi, toi, toi. Seid ihr jetzt alle nach geradeaus gefahren? Nee. Nur ich. Nur du. Die anderen zwei sind rechts abgebogen. Okay. Ja, das ist doch so ein Schmunzeln, ne? Also, wir. Hast du dir jetzt zwei Feinde gemacht oder schläfst du heute auf der Couch? Das ist jetzt die Frage. Ich schlafe auf der Couch. Shit. Oh nein, hier ist ein Wendenschild. Oh, oh Gott sei Dank. Herrlich. Unser Mann. Herrlich. Ja, als kleiner Ausgleich. Oh, das war ein bisschen wild. Oh, ich stehe hier. Ah, ja. Werner, einfach mal zur Seite fahren. Seit 20 Minuten regst du mich einfach nur auf. Da ist keine Seite. Irgendwann überall den Korb zu tief. Bleibst du hängen. Das tut mir ja auch ein bisschen leid. Ja, ach. Die Frage ist aber, Pascal, bist du erst geradeaus gefahren? Ich bin geradeaus gefahren, ich muss das auch. Ich hab's auch zu spüren bekommen. Doch keine Couch. Ehrlich. Das ist aber wirklich ein beschwerlicher Weg, ne? Beschwerlich, also, aber sehr, sehr schön gestalteter. Wenn du auf einem Holz drauf bist, ist es eigentlich nicht mehr so schlimm. Es sei denn, man fährt in die falsche Straße rein. Ja, dann ist natürlich blöd. Ja, gut, aber also du hast schon recht, das hat was Touristisches hier. Schöne Aussicht hat man, wenn die Challenge nicht wäre. Ja, wäre die Challenge nicht, würde ich ja auch auf mich warten. Ja. Da würde ich mal so ein Mittagspäuschen machen hier, eine Runde schlafen. Mittagspäuschen. Oh nein. Oh, ey, nein, das kann doch nicht sein. Nee. Oh, ich ruder mir hier einen zurecht, das ist unglaublich. Ja, ich auch. Wo ist denn der hingefahren? Ich sehe den nicht.
So. Wie war das eigentlich nochmal mit Schilder verstellen? Ist das erlaubt oder nicht? Ja, also ich meine, dann gibt's hier Stimmung auf jeden Fall. Oh nee, jetzt nee! Ich lieg. Komm, Matze, steh auf, mach weiter. Es nützt nix. Das ist gut, bleib noch ein bisschen. Das Mittagsschläfchen, was Pascal gerade angesprochen hat, das habe ich mal kurz gemacht. Oh, jetzt schleift das hier auch alles auf dem Boden. Er hat. Nee. Das ist so unmenschlich hier. Komm, egal. Muss jetzt so gehen. Nee, geht so nicht. Oh. Da wieder das super Fahrzeug ausgesucht dafür, muss man schon sagen. Schon mal die Warnblinkanlage angemacht, Ansgar, ne? Ich lade ab. Es hilft nichts, ich lade ab. Stornokasse 3 oder was? Ja. Die haben das Fahrzeug im Prinzip lenkunfähig gemacht, die Baumstämme. Deswegen musst du sie jetzt fachgerecht am Wegesrand abladen. Weil die aus der hinteren Runge draußen waren. Wie weit bist du jetzt vorgekommen? Oh, ich bin schon ganz. Also, du hast nochmal eine saftige Steigung vor dir. Aber natürlich ohne Holz ist es halt ein Kinderspiel, ne? Wie viel Holz hast du denn jetzt noch drin? Ja, doch, ich habe so 10 Stämme und so weiter, habe ich schon. Ja. Ihr hättet aber ruhig mal eure Holzstämme hier auch an den Wegesrand legen können und nicht mitten auf dem Weg. Ehrlich, Ansgar, was ist denn da eigentlich? Es musste schnell gehen. Ich bin schon ein bisschen weiter hinten. Ich bitte um Verständnis. Warum? Ich bin doch hinter dir da. Ich weiß. Aber in der Challenge ist sich am Ende selbst jeder der Nächste. Fahrzeug ist jetzt auch wieder sauber. Das geht hier gar nicht voran, auch ohne Holzstämme. Komm, zieh! Oh, Werner kommt mir näher. Ja, natürlich. Moin. Ich merk schon. Schwimmflügel ausgepackt, ja? Ah, richtig gerattert hier. Oh ja, hier geht's durchs Wasser. 20 km/h. Ich kämpfe mich hier mit 15 hoch. Oh, ich habe eine Asphaltstraße. Es ist ein Segen. Dieses 30er-Schild, das wirkt ein bisschen wie Hohn, ne? Oder wie ein gut gemeinter Rad. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber bei den ganzen Gags, die hier versteckt sind, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Kann das nicht glauben, dass Pascal mich schon wieder ausgetrickst hat. Kann das immer noch nicht glauben. Womit denn? Ich hab dir gerade mir Holzstämme in den Weg. Hauptsache, du räumst sie dann zur Seite, damit wir dann durchfallen können. Nee, verstehe ich schon. Das wäre ein sozialer Akt, den ich sehr begrüßen würde. Du bist einfach die gute Seele dieser Challenge, Werner. Ist das nichts wert? Nee. Das geht okay, nee. Nicht, wenn man verliert. So, was ist jetzt hier, Phase? Ist Pascal, also das sieht irgendwie so aus, als ob wir jetzt gleich am Ziel wären. Ist Pascal schon drin im Ziel? Nee. Okay. Also ihr habt noch ein bisschen was vor euch. Vorausgesetzt, vorausgesetzt, ihr folgt der Nase und nicht den Schildern. Bitte was? Bitte? Machen wir nicht fertig, ey. Tür, Achtung, Tür. Oh, die Brücke sieht aber nicht so aus, wie sie es halten würde. 60 km/h. Ach, da vorne ist er ja, der Werner. Nee, Jetzt rasch ich dich. Nein. Jetzt kannst du deine Holzfahrerkünste mal unter Beweis stellen. Ich kasch dich. Wie bist du denn jetzt so schnell gewesen? Gekonnt. Oha. Oh, ei. Nur ein ordentliches Gewässer. Mach aber auch Fehler nach Fehler hier. Oh. Mahlzeit. Einmal zur Seite, einmal rechts ranfahren. Ich bin doch schon rechts ran. Mehr geht nicht. Jo. Ja, da war ein Stein. Jetzt gleich kommt die Sophie hier noch hinter uns. Ja, lasst euch ruhig ein bisschen Zeit. Da war auch gemein, ne? Kommt gerade sehr gut durch. Den Stein hinter die Hecke platzieren ist auch ein bisschen... ja, dieser andere Humor. Das ist so ein Mid-Level. Ja, Humor in Anführungszeichen. Ja. Von Humor kann man da gar nicht sprechen. Ich habe sogar gerade schon mit dem Gedanken gespielt, an den roten Ampeln wirklich zu halten. Oh, du willst uns wieder richtig verpönen, so, ne? Du willst uns wieder richtig reinwürgen, dass wir hinten sind. Aber wie Pascal das auch immer macht, ne? Das war ja letztes Mal auch schon so. Ja, und ich glaube tatsächlich, er macht das wirklich nicht mit Absicht. Das ist einfach... es ist einfach ein Fluch und Segen zugleich, würde ich einfach mal sagen. Und der ist immer noch Erster, obwohl er ja viel
Lehrgeld bezahlt hat. Also jede Umleitung, glaube ich, oder jeden Umweg mitgenommen hat, oder? Ich habe wirklich jeden Umweg mitgenommen. Ja, wir haben am Anfang in diesem Graben sehr viel Zeit verloren. Wenn er Rechtsfahrgebot, ne? Rechts Fahrgebot. Und ihr Lieben, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Rechtsfahren! Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber das Verpönen ist mit Recht passiert. Es ist unglaublich. Dankeschön. Also Handshake an der Stelle Sie an mich selber. Sie geschummelt, kann man ja da sagen. Excuse me. Diesmal auch vorwärts reingefahren, nicht rückwärts wie das letzte Mal, ne? Ja, du hast ja Zeit, ne? Also. Ich stelle mal noch ein paar Schilder aber um hier. Aber ich sehe euch jetzt auch hier wieder vor mir. Immer gutes Zeichen. Ja, komm, jetzt fahr zur Seite. Jetzt mach doch keinen Druck da hinten. Habe ich mir hier, glaube ich, selbst ein kleines Beinchen gestellt. Meine Baumstämme rotieren die ganze Zeit auf meinem Lader hinten. Ja, sag mal, Ansgar, das geht nicht. Hier ist keine Absperrung. Du ahnst das nicht. Ich glaube, das ist das Ziel. Geht der Pascal hier rum? Geh weg. Das ist tatsächlich das Ziel. Aber müssen wir nicht noch abladen? Ich wollte gerade sagen, aber eigentlich müssen wir ja verkaufen. Wohin denn? Hier müsste irgendwo ein Trigger sein, glaube ich. Ich komme da nicht raus. Ansgar, du stehst drauf. Du stehst mit dem hinteren Anhänger drauf. Nee. Ja, weg. Kein... Lass mich hier raus. Nein. Hier ist kein Trigger. Doch hier, bei mir, Spannung. Mann. Mann, lass mich hier raus. Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn nicht aktiviert. Das ist schon wieder so eine Sache, ne? Am Ziel vorbeigeschossen. Wir kommen hier nie wieder raus. Nein. Oh. Aber, oh, steht drauf. Ja, es ist einfach zum Mäusemelken hier. Ja, it's me! Ey, mein Holz ist weg! Ich habe auch Umsatz bekommen. Danke fürs Verkaufen. Jetzt muss ich hier nur noch raus. Aber das ist ja also... Yo, da bin ich drin! Was? Werner, was machen wir hier? Pascal, ich drehe hier, mein Freund, was machst du denn? Dann, Sophie, fahr vorbei! Ich hänge hier gerade fest! Und jemand hat die Superstärke ausgemacht! Ach, dieses ganze Verpönen, das freut mich, dass es nicht geklappt hat. Dass die Nummer nicht aufgegangen ist. Ich hänge komplett drin. Ich glaube, dass ich Werner gefragt habe. Ich mach dir doch mal vorbei. Oh ja. Ich glaube das alles nicht. Komm, ich zeig's mal an. Ja, weiter. Noch. Rückwärts. Siehst du das? Siehst du den? Oh, nee. Ich helf mal ein bisschen. Komm. Nee, warte nicht so. Warte. Oh mein Gott, warte. Warte. Was hat denn hier noch? Ja? Ein Trauerspiel, was man sich hier angucken muss. Was? Vom ersten auf den letzten, oder wie? Ah, hier. Offensichtlich, ja. Ja, aber wird die verkauft? Nee, das müsste man hier aktivieren. Ich stehe gerade drauf, aber das mache ich jetzt natürlich nicht für euch, ne? Was du für ein... Also, das kann doch nicht wahr sein. Ja, danke fürs Verkaufen. Nein! Das ist doch wieder... Das glaube ich doch alles nicht hier. Auf ewig der Nemesis von Werner. Danke! Nee. Das machen wir nochmal. Das mache ich nicht. Also langsam tut's mir leid, muss ich sagen. Ich hänge hier voll. Also, das ist... Komm, Hilfe! Mann! Stehst du quer, siehst du mehr. Das ist eine Frechheit. Guck mal, ich verkaufe dir den Kram. Öfter schon im Projekt gesagt, ja. Tag. Guck mal, fahr doch, guck, ist doch alles leer. Fahr so, doch rein, ich habe am meisten abgegeben. Bitte. Du ahnst das nicht. Ja. Schön, also. Werner, dass du auch schon da bist. Ist total toll mit euch, ne? Sehr schön. Total toll. Das Sägewerk hat zwar Holz bekommen, aber nicht in der Menge, wie es angefordert war. Das unterwegs ein bisschen was liegen geblieben, leider. Aber wir sind alle ins Ziel gekommen, auch wenn die Reihenfolge jetzt ein bisschen anders war, als es zunächst wirkte. Ist jetzt hier Traurigkeit angesagt, oder was passiert? Nee, das ist eine Frechheit, nee. Das muss ich einfach mal so sagen jetzt, ne? Einfach mal sacken lassen. Also ich bin zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Auch, also letzter Platz, wie kann man da zufrieden sein? Aber du hattest doch bestimmt Spaß, Werner. Nee, komm, nee. Okay. Nee. Schade. Also ich fand's nett. Vielen Dank auch hier ans Erstellen der Strecke. War ein Fest. Ich fand's cool. Auf jeden Fall sehr entspannt.
Entspannt. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir mal angekommen, oder? Können wir bitte gehen? Bitte. Können wir bitte gehen? Pascal, deine letzten Worte zur Challenge. Ja, super Rennen, super Landschaft, super Platzierungen. wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da, haut einen Kommentar unter das Video und schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Dankeschön fürs Zuschauen und einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.